Hallo da draußen, mein Name ist Kerge und wir sind mal wieder unterwegs in City Skylines, immer noch in der Stream-Session. Und Musik lauter drehen. Nee, möchte ich eigentlich nicht. Manche Lieder sind sehr laut, manche sind sehr leise. Das ist ein bisschen durchwachsen, was das angeht, wenn ich jetzt hier einfach mal weiter drücke. Haben wir jetzt hier schon mal ein bisschen was Leiseres, mal einen weiter gedrückt. Das hier geht zum Beispiel schon wieder einigermaßen klar. Ist halt immer ganz unterschiedlich. Außerdem ist ja auch das Rauschen weniger, wenn ich hier drauf zoome, dann haben wir nur noch die Musik. Also ich denke mal, das müsste eigentlich ganz gut funktionieren, so wie es ist. Dein Video, Streams kann man immer schön abschalten, danke. Ja, danke dir fürs Zusehen, so schaut's aus. Ohne Zuschauer könnte ich den ganzen Spaß hier auch gleich ganz lassen. Hi, hi Matthias T. Hi, To1XM. Und, ist Daniel eigentlich noch da? Nur mal so gefragt. Hier hat sich jemand nicht gehalten. Aber abgesehen davon scheint es den Gebäuden hier im Allgemeinen durchaus ganz gut zu gehen, ne? Na gut, wir haben hier ein bisschen Müllprobleme. Haben wir denn hier irgendwen, der den Müll abholt? Eigentlich nicht, ne? Die kommen alle nur von hier unten her. Mal gucken, wie viele Fahrzeuge die hier alle in Verwendung haben. Acht von? Zwei von? Die werden nicht mehr angezeigt. Auf jeden Fall haben die hier alle unterschiedliche Mengen von Müllfahrzeugen. Die müssen halt nur erstmal da oben hinkommen, ne? Das wird wahrscheinlich das Problem sein. Wir müssen halt einmal hier runter durch den Kreisel, die Bahn rauf, dann hier wieder rausfahren und dann den Müll abholen. Ist ein bisschen ungünstig, das gebe ich gerne zu. Auf die Weise haben wir hier unsere Verpestung zusammen auch mit der Industrie und ansonsten alles an anderen Orten relativ sauber. Gut, hier oben haben wir noch ein bisschen Verbrennung, das gebe ich zu. Aber ich möchte das gerne so geringfügig wie möglich halten. Welche Folge wird das sein? Weiß ich nicht. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr mitgezählt. Ich glaube, wir nehmen jetzt gerade die vierte hier am Stück auf. Dann City Skylines. Momentan mein Lieblings-LP auf YouTube. Ach, krass. Na, danke dir. Also, sowas motiviert auf jeden Fall. Das muss ich sagen. Ist besser als bei Gronkh. Boah, also ob ich mich in dem Bild wiederfinde, das weiß ich jetzt nicht. Aber danke auf jeden Fall. Einen Punkt festlegen, wo sich der ganze OEV trifft. OEV? Ach, OEV wie ÖV, der öffentliche Verkehr oder was? Oder auch ein Autobulldozer. Ja. Ja, könnte ich machen. Ich habe sogar einen in der Mod-Kollektion drin, ne? Den ich aber aktuell im Moment erstmal nicht aktiv habe. Den hatte ich mal aktiv. Der hat aber, glaube ich, auch nie so richtig funktioniert. Da müsste ich mir noch einen anderen suchen. Machst du mal wieder Kerbal Space Program. Im Stream weiß ich nicht. Generell möchte ich aber auf jeden Fall mal bemannten Raumfahrt, bemannten Flug zum Moon hoch und da oben auch mal einen Rover absetzen irgendwann. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Das ist erstmal bemannte Raumfahrt und dann mal ganz langsam weitersehen. So, Wachstum. Wachstum wäre sinnvoll, um neue Kacheln freizuschalten, um dort neue Städte anzulegen, die dann bereits ein bisschen durchgeplanter sind, wo wir dann nochmal den großen Bahnhof reinbauen. Und ich habe schon wieder die Stopp und ich. Meh. So. Kannst du Hochhäuser bauen? Wie baut man denn Hochhäuser? Aber was das angeht, du bringst mir gerade auf eine Idee. Das habe ich sowieso mal vorgehabt. Das ist gut. Das ist sehr gut. Warte mal. Das ist sehr, sehr gut. Und zwar gibt es ja hier nicht nur diese ganzen Plätze und Parks und so weiter, sondern auch irgendwo hier, diese einzigartigen Gebäude. Davon haben wir hier im Moment noch gar nichts. Das wollte ich schon länger mal machen. Ein Kino. Schauen Sie sich den... Nur so schnell sprechen, wie du denken kannst, Kerge. Das ist nicht allzu schnell. Kino. Schauen Sie sich die neuesten Blockbuster und angesagten Indie-Filme auf der Großleinwand an. Na, das hat doch was. So ein Kino könnte doch mal... Also sagen, so ein Kino hier im Gewerbegebiet, das wäre doch gar nicht mal so verkehrt, ha? Kavo. So, jetzt haben wir ein Kino im Gewerbegebiet. Das haben wir auch schon gebaut. Ich glaube, das kann man jetzt gar nicht mehr... Oder kann man das nochmal?
Sind das hier einzigartige Gebäude oder kann man die einfach so rauskloppen? Wahrzeichen. Das Kino ist jetzt unser Wahrzeichen. Wofür ist JWD nochmal bekannt? Ach so, ja, fürs Kino, richtig. Neue Creep finde ich gut. Was? Muss ich mal gerade kurz scrollen. Hochhäuser, ach so. Es ging um die Hochhäuser, okay. Was findest du besser? Ganz viele kleine Städtlein, weniger Einwohner oder eine große Stadt, viele Einwohner? Ja, schwierige Frage. Also ich selber möchte nicht mitten in der Großstadt leben müssen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das wäre nicht meine Welt. Lieber so ein bisschen am Rand. Wo ich es aber nicht weit weg, wo ich es aber nicht allzu weit habe zum Kern. Das hätte was. Und ansonsten so ein paar kleinere Städtchen irgendwo verteilt. So ein bisschen dezentral alles. Das kann ja auch seine Vorteile haben für die jeweilige Wirtschaft und so. Ich muss mal gerade ganz kurz, ich weiß, das in der Aufnahme ist ein bisschen ungünstig. Ich muss mal gerade ganz kurz was hier am Handy, da schreibe ich jetzt mal gerade ganz kurz was. Ja, ab und an holt einen halt auch mal beim Aufnehmen das Real Life ein. Das kommt nun mal vor. Doch, gerade mal ein bisschen was geschrieben. So, war noch jemandem eine Antwort schuldig. Okay, weiter geht's, weiter geht's. Was hältst du von VR in YouTube? VR in YouTube? Hä? Diese 360-Grad-Videos, wo du da selber rumdrehen kannst oder was? Sowas habe ich mir mal angesehen. Das ist eigentlich ganz cool. Kaufhaus. Oh, ein Kaufhaus. Da habe ich hier schon das Kino hingesetzt. Also eigentlich müsste das Kaufhaus ja genau hierher, ne? Ein Rathaus. Okay, das Rathaus kommt natürlich hier in unsere Altstadt rein. Wird ja hier so ein bisschen Plätze kosten, das gebe ich gerne zu. Aber das Rathaus, wo sollte er sonst hin? Jetzt mal ernsthaft. Wupp. Verkehrspark. Kinder besuchen den Verkehrspark, um mit den Schildern und Verkehrsregeln vertraut zu werden. Dies ist ein Wahrzeichen. Sowas finde ich doch nett. Sowas könnte zum Beispiel hier in Hinterwaldlingen sitzen, ne? Hier so ein bisschen zwischen den Büros. Kann man doch mal machen, ne? So, ich will jetzt auch nicht alle hier zwingend überall hinklatschen, aber einfach mal so ein paar. Zwei. Bombastischer Springbrunnen. Der bombastische Springbrunnen. Brauchen wir den unbedingt? Also in Rusti eigentlich weniger, hier im Forst eigentlich auch weniger. Außer natürlich, der Forst würde hier die Küste entlang ein wenig größer werden. Und zum Touristenmagneten. Man weiß ja nie, könnte ja sein, ne? Bup. Den Zoo spare ich mir jetzt erstmal. Ach so, das Fußballstadion. Das kam ja auch damals mal aus mit so einem kostenlosen Mini-DLC. Wisst ihr was? Das Fußballstadion, das klatsche ich nach Hinterwaldlingen. Hier, direkt an die Zeppelin-Station. Bup. Lockt ja auch mehr Touristen an, so ein Zeug, ne? Statue der Industrie. Statue des Wohlstands. Die Statue ist die Personifizierung des Wohlstands der Stadt. Anforderung für den Bau des Weltraumlifts. Achso, da war ja was. Was habe ich auch noch nie gebaut? Passt in deiner Altstadt auch die Altstadtrichtlinie an? Nein. Die Altstadtrichtlinie ist ja, glaube ich, die Richtlinie, die dafür sorgt, dass Durchgangsverkehr gesperrt wird. Sowas habe ich hier an den Verkehrsblockaden und Sperren an. Weil da nur Busse und sowas langfahren sollen. Dort habe ich das verwendet. Platz der Toten. Ein gruseliger Platz. Zum Feiern der Totenbeseitigung der Stadt. Anforderung für den Bau des Kernfusionskraftwerks. Okay. Ja, auch gut. Also ich würde mal sagen, hier Wohlstand und die Shoppingstatue. Also Shoppingstatue, da gibt es ja eigentlich nur einen Ort für, ne? Da gibt es ja eigentlich nur einen Ort für. So, kriegen wir das hin. Hier fahren die Leutchen raus. Hier kommen sie rein ins Gebiet. Hier, wo sie reinkommen...
Hier kommen sie rein. Und hier, wo sie reinkommen, werden sie dann begrüßt von der Shopping-Statue. So, haben wir die auch schon mal gebaut? Was die Industrie angeht, ich glaube, da würde ich gerne irgendwann mal noch irgendwo anders ein großes Industriegebiet bauen. Nicht dieses kleine Winzding hier, sondern wirklich was richtig Ordentliches. Gerne auch so ein bisschen in Flussnähe und mit entsprechenden... Wer ist für eine neue Kachel? Schreibt Kack. Ersten schreibt mir das bitte nicht hier in den Dings hier. In den Chat. Und zweitens habe ich gerade keine neue Kachel zur Verfügung. Ich habe zwischendurch schon mal geguckt. Wir sind zwar aufgestiegen, aber ich kann hier im Moment nichts Neues kaufen. Kannst du schon Krematorien bauen? Yep, kann ich. Habe ich auch schon. Zum einen haben wir, glaube ich, hier irgendwo. Genau, hier sind Krematorien. Und hier oben an diesem Ausläufer der Industrie, hier wo die ganze Verschmutzung ist. Hier hinten stehen auch noch welche. Kacheln, Kacheln, Kacheln. Leute, geht nicht. Es geht einfach nicht. Noch nicht. Und was die Fußballstadien angeht, da muss ich Sachen machen. Achso, hier kann ich noch so ein paar Einstellungen. Ja. Später, später. Nächstes Spiel, 1.10.28. Na gut, das ist ja noch ein bisschen hin. Tickets kosten aktuell 30 Tacken. Da würde ich sagen, gehe ich mal erstmal noch ein bisschen runter. Wir machen jetzt erstmal die Marktdurchdringung. Wir locken mit Niedrigpreisen, damit die Leute herkommen. Teamfarben anpassen. Vielleicht irgendwie sowas hier, so ein Blau. So, Teamfarbe angepasst. FC Neuchern 2 draußen gegen den FC Werwill. Okay. Ja, wer will denn das Spiel mal sehen, ne? Wer will denn das Spiel mal sehen? Beim Wiederholen wird er auch nicht besser. Ich hör auf. Vielleicht beim Autobahnkreisel mehr Bäume. Das wäre sogar eine Option. Aber gut, jetzt möchte ich erstmal gerade hier mit den Gebäuden noch ein bisschen weiterschauen. Oder vielleicht was Schönes finden. Ein freundlicher Stadtpark. Quelle von Leben und Tod. Ein hübscher Springbrunnen. Erinnert Passanten an die Zerbrechlichkeit des Lebens. Anforderung für den Bau des Kernfusionskraftwerks. Freundlicher Stadtpark, was haben wir denn hier? Der Transportturm. Der Transportturm ist ein großes Bürogebäude, das besonders auf die Bedürfnisse von Transportfirmen zugeschnitten ist. Anforderung für den Bau des Weltraumlifts. Dann würde ich sagen, unsere Transportfirmen bekommen dann mal ihren Firmensitz hier unten bei einem anderen Bürogebäude, ne? So, direkt an der Autobahn, das passt doch. Das ist doch super. Was haben wir hier noch? Einkaufszentrum der Mäßigung. Dieses Einkaufszentrum ist zwar nicht so schick, dafür gibt es dort viele kleine, günstige Geschäfte. Anforderungen für den Bau des medizinischen Zentrums. Ach, cool. Krematorien und Friedhöfe zusammenzusetzen ist sehr effektiv. Okay, das mag sein, aber eigentlich möchte ich die Krematorien eher mit ihren Verbrennungen so ein bisschen aus den anderen Gebieten heraushalten. Das ist eigentlich das Ziel der Sache. Colossal Order, internationales Büro. Machen wir später mal. Offizieller Park. Ach, wie offiziell. Sehr praktisch. Der offizielle Park ist ein hübscher, kleiner Park, den die Leute gerne besuchen. Anforderung für den Bau des Eden-Projekts. Okay. Großes Einkaufszentrum. Auch das noch. Die Leute kaufen doch immer gerne ein. Touristen umso mehr. Eigentlich bietet sich da doch der Bau des Einkaufszentrums an, um noch mehr anzulocken. Anforderung für den Bau des Weltraumlifts. Was haben wir hier noch? Steuerbehörde. In der Steuerbehörde sind Beamte unermüdlich an der Arbeit, die Steuer nach ihrem Geschmack zu optimieren. Anforderungen für den Bau des Kernfusionskraftwerks. Gut, auf die Steuern und so weiter haben wir ja hier volle Zugriffe, daran sollte nun nicht scheitern. Aber so eine Anlaufstelle für unsere Leutchen zu bieten, wäre vielleicht gar nicht mal das Verkehrteste, hm? So, so ein bisschen außerhalb. Können die sich auch freuen da unten. So, was haben wir noch? Der Geschäftspark. Und das Opernhaus. Wissenschaftszentrum. Servicing Services Bürogebäude. Das ist doch auch schön. Servicing Services bietet vielfältige Dienstleistungen an. Dieses Gebäude ist ihr Hauptquartier. Anforderung für den Bau des Innenprojekts. Also ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal wieder genug gemacht. Hier gibt es noch ein paar sehr interessante Gebäude. Auch hier Modern Art Museum. Ist eigentlich auch eine ganz coole Sache. Aber ich denke mal, wir ziehen erstmal noch so ein paar mehr Städte hoch und verteilen das Zeug dann alles so ein bisschen. Obwohl, hier in Rusti könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, irgendwie, Platz der Toten.
Platz der Toten hier, wo es ein bisschen geschäftig ist. Beziehungsweise, wo wir hier die Forst- und Landwirtschaft haben, wo es eigentlich eher so ein bisschen beschaulich ist. Ich denke mal, das kann man verantworten, ne? Kannst du am Wasser einen Kai verlegen? Müsste ich mich mal mit auseinandersetzen. Aber wie gesagt, was das Wasser angeht, da möchte ich eigentlich ganz gerne hier diese Kachel hier kaufen irgendwann. Und dann hier ein schön großes Hafengebiet hinsetzen. Die Einstellung für freie ÖVs bei Spieltagen im Stadion. Okay, wo mache ich das? Mache ich das hier beim Stadion direkt? Ausgaben noch nicht. Was haben wir denn hier? Gebäude verschieben? Nein. Geben Sie Geld für die Ausbildung junger Spieler aus. Erhöhen Sie die Siegeschancen des Teams. Gilt für alle Stadien. Kostet 9.000 pro Woche. Ich nehme nur 12.000 ein. Das schieben wir mal noch so ein bisschen auf die lange Bank. Stadionsicherheit. Stellen Sie Sicherheitspersonal, das um die Stadien patrouilliert und so die Verbrechensrate senkt. Kostet wöchentlich 500. Können wir uns mal angucken. Und schon kommt alle her. Damit die Fans leicht zum Stadion kommen, ist der öffentliche Nahverkehr an Spieltagen kostenlos. Das meintest du. Okay, das könnte man eigentlich sogar machen. Von mir aus. Und hier, was die Sicherheit angeht, das kostet hier in der Ecke 500 pro Woche. Und im Vergleich, wenn ich hier jetzt so ein Dings hier, das kostet 480 pro Woche, die kleine Polizeiwache. Das tut sich also nicht viel. Oh, das lasse ich erstmal noch weg, aber hier den Verkehr, den haben wir jetzt erstmal. Und was die Wälder angeht, können wir ja auch mal nachschauen. Dass wir hier also noch so ein bisschen mehr Wald reinbekommen. Fangen wir mal an mit so ein paar von den kleinen Bäumen hier. Ich will es noch nicht übertreiben, denn es gibt nun mal ein Baumlimit in dem Spiel hier. Aber so ein bisschen was kann man hier mit Sicherheit mal machen. Das wohl schon. Das hier für Winzbäume. Gibt's ja auch ein bisschen größer. Ja, sowas hier hat doch was. Also ein paar davon hier überall so ein bisschen verteilen. Okay, hier muss man dann, wenn das Laub so ein bisschen hier auf die Bahn fällt, ein bisschen aufpassen. Gerade wenn es regnet, dann wird es uns wie Schmierseife das Zeug. Aber Hauptsache, es sieht ja schön aus, ne? Was will man denn sonst noch? Nee, wir haben ja mit Sicherheit gute Städteservices, die halten die Straßen klar und rein. Sehen wir ja, ne? Wie schön die Straßen hier aussehen, das funktioniert ja alles wunderbar. Okay, sieht jetzt alles so ein bisschen eingekachelt aus, das heißt, ich muss hier auch so ein bisschen ein paar Bäume noch hier außen rumsetzen, damit es dann so ein bisschen, hier so ein paar Waldausläufer noch, ne? Noch ein paar von denen hier vielleicht rein. Ah, sowas in der Art, ne? Kann man noch machen. Hier noch so ein paar Ausläufer hin, dass nicht so abgehackt aussieht alles. Man kann sich das doch schon sehen lassen, ne? Ja, gut, hier sieht es natürlich noch etwas abgehakt aus, aber da kann ich im Moment nichts mehr machen. Habe ich was verpasst? Nichts, was nicht hinterher auf YouTube hochgeladen wird. Also wir sind ja auf YouTube, aber du weißt, was ich meine. Wie war das? Insel? Wie wäre es, wenn man eine Insel nur mit einem Gefängnis baut und der Weg nur ein Schotterweg ist? So eine Art Alcatraz dann, oder was? Ja gut, dafür bräuchte man natürlich erstmal eine entsprechende Insel. Andererseits gibt es auch Terraforming-Tools. Können wir uns ja mal so ein bisschen im Hinterkopf halten. Sollen wir hier vielleicht noch ein bisschen wachsen, in der Ecke? Wäre eine Option, ne? Verkehrssituation ist ja im Moment eigentlich auch ganz gut geregelt. Das heißt, ich könnte dann also anfangen, zum Beispiel hier von der Ecke aus, jetzt mal so ein bisschen am Ufer entlang so eine Straße zu setzen. Wenn hier auch einmal hier oben drüber läuft,
Kriegen wir das hin? Jawohl, da kriegen wir hin. Wunderbar. So können wir das machen. Und hier drüben die Straße hier. Nein. Na gut, dann halt hier außen rum. Müssen jetzt ein paar Steine weichen. Bin ich jetzt eigentlich auch kein Fan von, aber... Naja, ist jetzt halt so. Was will man machen, ne? Was will man machen? Ah, hier komme ich auch nicht rüber. Da muss ich jetzt da dran. So kriegen wir es hin. Mal wieder so ein paar mehr Kacheln freischalten hier endlich. Und ich weiß, ich habe hier gerade irgendeine Stromverbindung gekappt. Vielleicht überträgt sie sich inzwischen ja auch so. Schauen wir mal. So, baue ich hier noch so eine kleine Sackgasse rein. Kann man ja auch mal machen. Ne, vielleicht eine Straße, die hier drunter durchführt. Da hätte ich, glaube ich, Bock drauf. Eine Straße, die hier so ein bisschen drunter durchführt. Und dann hier am Ufer entlang. Noch so ein bisschen weiter. Also, was ist aber nicht gedacht. Nochmal ein bisschen zurück. So. Nicht schön, aber selten. Oh, und ich habe den Strom gekappt. Mach ich das mal hier. So. Hallo, Strom? Ah, jetzt haben wir's. Wunderbar, wunderbar. So, ich bin hier schon mal ein paar mehr Straßen rein. Die müssen wir ja nicht alle auf einmal freigeben. Aber einfach, dass sie schon mal da sind. Hier mit dran. So. Wie ich sagen kann, hier außen schon mal so ein bisschen geringe Besiedlung hin. Ciao, ciao. Wer schreibt da alles ciao? Wer geht jetzt? Also danke fürs dabei sein auf jeden Fall. Danke, dass ihr dabei wart. Wer auch immer da gerade geht. Und ja, schönen Abend noch, ne? So, hier kommt jetzt überall dichte Besiedlung hin. Und ich glaube, ich hätte hier sogar ein bisschen Bock auf Gewerbe. Gerade hier zur Autobahn hin. Apropos Autobahn, die könnte ich auch mal gerade noch aufrüsten bei der Gelegenheit. Und ja, ich weiß, ich muss gleich noch Wasser verlegen, weil... Machen wir auch noch, machen wir auch noch. Jetzt sorge ich hier erstmal überall für die Lärmschutzwände. Das hat doch was. Das kann man doch machen. Wasser, genau. Wasser war noch. Wechsel gleich mal das Lied. Und das, was jetzt gerade hier läuft, das geht mal wieder 34 Minuten. Manchmal finde ich es ganz gut, wenn sowas eine Weile läuft, aber jetzt gerade hätte ich gerne nochmal so ein bisschen was anderes. Ach, nehmen wir mal sowas. Und den Rest macht der Zufall. So. Zurück zu unserer Baustelle. Ah, ob das Verkehrssystem das hier alles gestemmt kriegt auf Dauer, das wird sich zeigen müssen. Aber im Moment macht es eigentlich alles noch einen recht guten Eindruck. Wir haben ja hier auch zwei Autobahnen zu- und abfahrten. So, hier am Stadion müssen natürlich die Geschäfte hin, ne? Ist ja klar. Dichte Besiedlung, dann diese kleinen Kleckerläden. Naja, es wird schon werden. Ich hoffe, ich erzwinge hier gerade nicht zu viel Wachstum. Es kann sein, dass hier am Ende wieder alles zum Erliegen kommt. Aber ich will dann einfach mal wieder so ein paar mehr Kacheln haben. Ich will mal wieder so ein bisschen vorankommen. Warte mal, das hier mache ich nochmal anders. Kommt hier geringer besiedeltes Gewerbe hin. Hier überall noch so ein paar Wohngebäude. Wohngebiete haben wir im Moment fast keinen Bedarf, aber Industrie vor allem. Na gut, wir können ja durchaus mal wieder so ein paar... Büros hier erstmal hinsetzen.
Schwerindustrie haben wir zwar nicht sehr viel, das ist nur die Ecke hier. Aber wir haben ja hier überall noch die anderen Industriearten. Also ich denke mal nicht, dass wir an zu vielen Büros jetzt erstmal zugrunde gehen werden. Was war noch? Ach ja, Wasser. Ja, richtig, ist doch so. Mein Abo hast du. Danke dir. Sehr cool. Richtlinie für dicht bevölkertes Wohngebiet. Was für Richtlinien denn? So, das ist schon lange nicht mehr das ganze Hinterwaldlingen hier. Ach, da unten habe ich das Wasser noch gar nicht. Okay. Mache ich gleich, mache ich gleich. Erstmal so ein Hinterwaldling in seiner ganzen Größe und Pracht erstrahlen. So. So, Wasser haben wir damit jetzt auch. Läuft doch. Guten Abend, Binnegamer. Du bist leider relativ spät. Also ich denke mal, nach der Folge hier wollte ich jetzt eigentlich langsam zum Rückzug blasen. Ernsthaft? Ausgerechnet hier wird der Müll nicht abgeholt. Da ist eine Müllverbrennungsanlage. Da ist eine Müllverbrennungsanlage. Jetzt fährt er hier weg. Hier wird der Müll nicht abgeholt und der fährt einfach weg. Wo ist mein Kompetenzteam? Das gibt's doch nicht. Gut, hier auch. Es wird langsam doch ein bisschen kritisch mit der Versorgung. Und zwar, weil alle Versorgung nach dort oben von hier kommt, vermute ich mal. Na gut, dann müsste ich hier wahrscheinlich ein bisschen ausbauen, ne? Oder eben vielleicht doch, wenn hier der Hafen ist, dann kommt hier Schwerindustrie hin, dann können wir da auch ein paar neue Müllverbrennungsanlagen hinbauen. Ich glaube, so machen wir das vielleicht eher. Ölvorkommen. Boah, das weiß ich gar nicht. Da ist Erz, außerhalb unserer Landschaft. Nein, kein Öl auf unserem Gebiet, das hier ist außerhalb. Hier haben wir fruchtbares Land, also hier will ich auf jeden Fall Landwirtschaft hinschicken. Erz- und Ölindustrie. Könnte man durchaus machen, wenn wir hier hinten ist nochmal, das ist aber auch alles nicht auf unserem Land. Also wenn wir irgendwann Land haben, wo wir da uns in die Richtung spezialisieren können, dann ja. Aber aktuell noch nicht, wie man sieht. Achso, das hier mit dem Verkehr hier, das wird vermutlich die Richtlinie aufgrund des Stadions sein, ne? Hey, wir haben gewonnen! Yay, läuft doch! Würde ich sagen, können wir, nachdem wir schon gewonnen haben, die Ticketpreise jetzt auch mal ein bisschen erhöhen, ne? Wann findet das nächste Spiel statt? Am 2.9.29, oha, erst ein Jahr später, Wahnsinn. Also die kleinen Popelspiele und so weiter, die werden hier gar nicht angekündigt. Das sind nur die jährlichen großen Spiele, zu denen wir hier kommen. Was minus? Oha, stimmt. Stimmt. Ja, mal kurz abwarten. Och, du Scheiße. Das erklärt natürlich einiges. Wie viel Unterhalt haben diese Wahrzeichen denn bitte? Okay, wir machen gerade wieder ein ganz knappes Plus, jetzt wo die Leute hier einziehen. Aber Wahnsinn. Das ist ja übel. Das ist ja mal richtig übel. Okay, ich würde sagen, die Nummer mit den Wahrzeichen hat sich damit jetzt erstmal wieder erledigt. Mod, das ist keine Mod, das Fußballstadion. Das kam irgendwann mal als kostenloser DLC mit rein. 25 Kacheln Mod, ja, ich habe eine, Purchase All Tiles oder irgendwie so heißt die. Die habe ich drin, ja. Das heißt, sobald wir 9 Kacheln freigeschaltet haben, was ja eigentlich das Maximum wäre, in dem Moment werden dann die restlichen auch mit freigeschaltet. Aber bis dahin müssen wir uns trotzdem erst noch dahin kämpfen. Das ist ein Haufen Geld. Ja, ich merke das gerade. Da hätte ich vielleicht mal vor dem Bau drauf achten müssen. Ich meine, allein 1k für den dummen Transportturm, das ist ja Wahnsinn. Stadion... Was? Okay, das Stadion hat die Einnahmen aufgefressen. 4000. 4000. Leute.
aber gewonnen. Wir haben anscheinend auch Geld gewonnen damit, gell? Wir gewinnen damit auch Geld. Ich bin beeindruckt. Haltestelle. Stadion ist wichtiger als die Schule. So, das macht nämlich Geld. Wieder ein 32-Kachel-Mod, bitte was? Okay, die könnte man sich dann in einer fernen Zukunft vielleicht auch mal ansehen. Hier unten könnte man eigentlich auch mal einen neuen Ort ansetzen irgendwann, ne? Hier könnte vielleicht auch Industrie hin. Das aber nicht mehr heute und auch nicht mehr in dieser Folge. Laut Armbanduhr sind wir jetzt schon wieder bei 26 Minuten. Reißt das Stadion ab, wenn jedes Spiel ein Jahr dauert. Boah. Ich würde ja sagen, es frisst ja kein Brot. Das stimmt natürlich nicht, aber wir können es ja im Moment erstmal noch stehen lassen. Budget fürs Stadion, weiß ich gar nicht. Ich kann den Preis wieder erhöhen auf das Original. Dann ist wenigstens, wenn ein Spiel kommt, kriegen wir dann wieder ein bisschen was mehr rein. Deaktiviere bitte den Tag-Nacht-Rhythmus. Also ich finde den eigentlich ganz schön. Gut, man sieht zwar weniger, aber wenn man hier so ein bisschen draufzoomt, die ganzen beleuchteten Straßen hat und so weiter. Das geht doch klar. Naja, Ort mit Hochhäusern. Ja, vielleicht auch das. Da gab es, glaube ich, irgendeine Richtlinie für, kann das sein? Hightech-Häuser, Hochhausverbot. Das sind sie nicht, aber irgendwas gibt es da mit Sicherheit. Sagen, du baust. Ja, komm, es geht, es geht. Außerdem wird es ja dann auch recht bald wieder hell und sieht alles wieder. Huch, huch, da war die Zeppelin hier im Weg. Aber irgendwann wird es ja auch wieder hell und sieht alles ganz schön aus und wunderbar. Es geht doch klar. Gut, hier haben sie inzwischen genug Leute ange. Wo kommt das Plus jetzt auf einmal wieder her? Hatten wir wirklich dieses Riesen-Minus einfach nur aufgrund der Umbaumaßnahmen, weil die paar Leute hier weg waren? Aber ich habe doch nur ausgebaut, ich habe doch kaum Leute vertrieben. Jetzt haben wir hier. Boah, wo läuft denn. Was? Wo laufen denn die Einnahmen gerade hin? Was ist das denn? Okay, ich glaube, unser Geldproblem hat sich soeben erledigt. Aus Gründen. Gucke ich mal gerade ganz kurz, ob die Bahnen hier laufen, dass ich dem Zukunftskerge keine allzu großen Baustellen hinterlasse. Hier, der Verkehr läuft immer noch. Wie gesagt, ich habe was gebaut und es läuft immer noch. Ich bin echt beeindruckt. Das hier läuft auch immer noch. Obwohl ich nicht verstehe, was dieser Zug hier will. Er ist jetzt hier reingefahren, in der Runde gedreht und verschwindet wieder. Einfach, weil es geht. Hier kommt jetzt auch reingerauscht. Passagierzug. Transportiert Passagiere nach West Valley. Ja, wo kommt dann der her, dass der hier... Und dort kommen die Züge? Oh, die kommen von hier und können hier nicht mehr zurück in die andere Richtung. Okay, dann mache ich das jetzt noch eben schnell. Das erklärt natürlich einiges. Das ist jetzt, warum die alle diesen Umweg fahren. Oh, das ist ja doof. Das erklärt einiges. Kürzerer Vektor. So. Dann hier wieder nach unten bauen. Und dann hier dran. So. Das erklärt natürlich einiges. Moin, LP Lukas. Du schaltest ein bisschen spät ein. Ich bin gerade dabei, die letzte Folge dieser Session hier abzumoderieren. Und danach wird dann auch der Stream beendet. Ich bin jetzt schon wieder seit 2 Stunden 40 hier unterwegs. Aber cool, dass du da bist. Moin, moin. So, die Güterzüge sollen ja hierher, das ist ja ganz richtig. Aber hier diese Passagierzüge hier. Die letzten paar, die es noch nicht mitbekommen haben, fahren jetzt natürlich noch hier außen rum. Aber ich denke mal, die nächsten, die hierher fahren, die werden schon wissen, wie der Hase läuft und dann entsprechend hier den anderen Weg zurücknehmen. Hier draußen hier das Dreieck, das ist ja auch groß genug, dass es sich hier nicht stauen sollte. Das war ja früher manchmal mein Problem, dass wenn ein Zug
Also angenommen, hier wäre jetzt ein großer Ansturm. Die Züge stauen sich hier. Dann könnte es ja passieren, dass der Rückstau so groß wird, dass eben hier diese Strecke dadurch mit blockiert wird. Das habe ich früher öfter gehabt bei zu kleinen Dreiecken. Aber das Problem sollten wir hier eigentlich auch nicht mehr haben. Hier oben raus fahren die Züge auch. Ich sehe hier irgendwie überhaupt keinen Güterverkehr. Müssen wir mal schauen, vielleicht hier ein bisschen mehr noch die Industrie fördern. Wir haben schon wieder Bedarf. Hier oben überall mehr Industrie rausbekommen. Und hier unten haben wir ja auch ein bisschen was. Wo willst denn du zum Beispiel hin, Kollege? Hier die Traktoren hier. Der fährt hier nach rechts. Achso, okay. Will denn irgendjemand hierher fahren? Ja, ein paar wenige gibt's, ne? Ein paar gibt's. Die kommen hier aus der Stadt, wollen dorthin. Und die kommen hier aus der Stadt. Vermutlich irgendwelche Geschäfte und sowas, gell? Und hier fährt gerade einer entlang. Geschäfte und Mitarbeiter des Bahnhofs wahrscheinlich, ja? Ansonsten passiert hier gerade irgendwie gar nichts. Na gut, hier kriegen wir auch noch irgendwie Traffic hin. Aber das ist alles Zukunftsmusik. So, gut, alles klar. Dann sage ich also an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Sowohl an den Stream als auch an den Zuschauer der Folge hinterher. Und ja, man sieht sich dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao, euer Kerge.